Hallo, heute hier bei uns auf dem Tisch von Marco Schneider, der Ursprung. Und zwar im aktuellen Jahrgang 2009, 2008, 2007, 2006 haben wir ja alle schon mal durch. Ja. Jochen, über Marco Schneider aus der Pfalz mag ich das gar nicht mehr groß reden. Wenn es Sie interessiert, gucken Sie irgendein anderes Video von Marco Schneider an. Wir haben da wirklich schon tausendmal drüber geredet. Der Ursprung im Allgemeinen. Ja, kannst du uns was über den Wein erzählen, ein bisschen über die Charakteristik vom Wein? Natürlich. Der Ursprung ist der Einstiegswein bei Marco Schneider, also Einstiegsrotwein. Charakterisieren kann man ihn mit einem jugendlichen, fruchtigen, charmanten Wein mit zarten Gerbstoffen, also Tannine, die am Gaumen praktisch präsent sind, aber die können weich sein oder raus sein. Hier habe ich sehr weiche Tannine und natürlich auch ein bisschen feurigen Charakter. Das heißt, er hat schon ordentlich Pöffe, also einen schönen Alkoholgehalt. Also er ist ziemlich massenkompatibel, weil viele Leute den bei uns kaufen, haben den abends zuvor in der Gastronomie getrunken, sehen dann Ursprung, am nächsten Tag Google Ursprung, wo kriegt man den her, dann finden sie uns, dann kaufen sie bei uns, so muss es auch sein. Und das zeigt auf alle Fälle, dass er sehr massenkompatibel ist, weil es ein Wein ist, der unheimlich viel von Leuten quasi auf diese Art und Weise gesucht wird. Das heißt, der schmeckt einer breiten Gruppe von Weingenießern. Richtig. Dann ist, was auffällt, ist, das ist einer der wenigen Weine, Rotweine, die bei uns mit als lila markiert sind. Lila, um das nochmal ein bisschen zu erklären, wenn Sie bei uns suchen, haben Sie links unten so kleine Symbole in verschiedenen Farben. Da versuchen wir, die Weine zu gruppieren. Das heißt, es gibt 4 Rotweinfarben und 4 Weißwein- und Roséfarben. Und wenn Sie halt mehrere Weine wissen, die Ihnen schmecken, dann werden Sie feststellen, die haben alle so ziemlich die gleiche Farbe und dann können Sie quasi über die Farbe schon andere Weine aus dieser Charakteristik raussuchen. Und dieser hat eine lila Farbe und lila ist sehr selten. Was sagt uns lila beim Rotwein? Das symbolisiert einfach Rotweine, wie gerade schon erwähnt, die Charakteristik des Ursprungs, weiche, runde, fruchtbetonte, charmante Weine, die einfach da sind, aufmachen, Spaß haben damit und trinken. Also süffig. Ja, so kann man es auch. Da gehen wir mal in unsere 3 Phasen rein. Anschauen, anriechen, anschmecken. Ja, anriechen, anschmecken. Weiß nicht, ob es grammatikalisch richtig ist, aber... Schauen wir mal. Aber mit Anschauen bin ich auf jeden Fall mal richtig. Ja, also was sagt uns denn die Farbe über den Wein? Die Farbe hat ein sehr tiefes Violettrot mit einem fast schwarzen Kern. Das Violettrot zeigt auch wieder, dass es ein sehr junger Wein ist. 2009, also wurde es relativ frisch abgefüllt. Und... es hat einfach einen jugendlichen Wein im Glas. Kann man den denn schon trinken, 2009? Natürlich, klar. Der Wein wird im Prinzip auf den Markt gebracht, der Ursprung, wenn er trinkreif ist. Okay. Ja. Aber es tut ihm jetzt auch nicht schlecht, wenn er noch ein Jahr lagert? Ja, drei, vier Jahre kann man noch lagern. Also bis Ende 2014 wird er sich auf jeden Fall auch halten. Aber es ist einfach ein Wein, der in der Jugend schon Spaß macht, wie bei vielen einfachen Weißweinen, die auch in der Jugend den meisten Spaß machen. So würde ich sagen, ist der auch in den ersten 2, 3 Jahren am schönsten zu trinken. Okay. Dann riechen wir mal rein. Auch von mir anriechen genannt. Ja, was auffällt, ist natürlich eine sehr, sehr fruchtbetonte Nase. Ja, mit so, also Rebsorten sind hier Cabernet, Merlot, Portugieser und seit 2009 ein bisschen Cabernet Mythos, das ist neu in der Cuvée. Und was man in der Nase hat, ist ja typisch von Cabernet ein bisschen Cassis-Noten. Von Merlot kommen die Kirschnoten dazu, dann minzige Noten, Pfeffer ein wenig. Vor allem sehr präsent. Genau, sehr direktes Bouquet. Also lädt auch ein auf den ersten Schluck, finde ich. Wie du schon gesagt hast, Tannin steht nicht so im Vordergrund. Genau, sehr, sehr samtig am Gaumen. Schön süffig zu trinken. Genau, ist viel Frucht. Hat auch eine saftige Frucht, das heißt, er hat eine schöne Säure, die den Wein auch, sag ich mal, auch im heißen Sommertag zum Beispiel, leicht gekühlt, so bei 14, 16 Grad, zum Barbecue perfekt passt. Also wer kein Rosé mag, Weißwein zum Grillen auch nicht unbedingt möchte, ist mit dem Wein leicht gekühlt natürlich auch sehr, sag ich mal, gut beraten. Und trotz allem hat er so ein bisschen Feuer, man merkt so ein bisschen das Warme am Gaumen, ja, den Alkohol 14 Volumenprozent, also ist auch kein Leichtgewicht. Also ich finde ihn schön ausgewogen, einfach ein charmanter Wein, der einfach Spaß macht. Wunderbar. Deine Bewertung für den Wein, deine sagen wir mal Endbewertung? Ich habe ihn mit 87 Punkten bewertet und das Lagerpotenzial, wie gesagt, bis Ende 2014, würde ich sagen. Aber jung getrunken macht er auch riesig Spaß. Und was essen wir dazu? Ja, also Barbecue, wie gerade eben schon erwähnt, passt sehr gut, aber auch Wildgerichte, Steak. Im Prinzip ist er mit rohem Fleisch universal einsetzbar. Wunderbar. Sind wir fertig mit dem Ursprung 2009?
freut mich, dass Sie zugeschaut haben und dann bis zum nächsten Mal.